Und damit ein herzliches Willkommen zurück an dich zur nächsten Folge Minecraft Community. Ja, weiter geht's. Sicht wechseln. So, passt das. Wir suchen immer noch Akazien. Das ist nicht Akazie, das hinten sind nochmal Akazien. Dass wir hier ein bisschen Holz zusammenbekommen. Und ich würde mal so schätzen, 3 bis 4 Stacks brauchen wir auf jeden Fall. Und selbst wenn nicht, Holz kann man immer nur genug, nie genug haben. Na, und wer denkt jetzt auch an 2, 5, 7, dass ich um mein Holz? Der lässt direkt mal einen Daumen nach oben da. Ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Hinten haben wir noch ein bisschen was. Ich habe jetzt auch den Vorteil, ich kann mir an sich eigentlich nicht verlaufen. Denn slash home home regelt in dem Fall. So, bauen wir den Baum komplett ab. Also zumindest alles an Holz. Ich weiß, es gibt aber auch, beziehungsweise es gibt nicht nur Server, sondern auch Spieler, die hassen Leute, die die Bäume so abbauen wie ich. Nämlich hier das Laub da liegen lassen. Aber ich finde es von der Effizienz her so einfach besser, weil das Holz über kurz oder lang verschwindet es sowieso. Das ist nicht Akazie, da der Akazie hat keinen Stamm mehr. Mal gucken wir einfach mal. Ups, sollte vielleicht was essen. Dann haben wir wahrscheinlich weniger Glück, denn da hat schon jemand gebaut. Gut, aber ich guck gleich mal, jetzt haben wir 52 Stück. Ist schon mal etwas. Home, home. Reicht eventuell sogar schon, dass wir mal ein bisschen rumkommen. Ups. Und ich habe vorher noch gemerkt, ich war in der letzten Folge so doof. Hab die Fackeln an die Steinwand geklatscht. Ja, das kann nicht funktionieren. Wenn wir da jetzt bauen. Jetzt einer hier ins Eck, dass uns hier nichts spawnt. Aber was wir dann noch machen können, das habe ich von einem Zuschauer bekommen. Ich kann hier vorne ein bisschen mit Glas arbeiten, weil da ist ja dann nichts mehr davor. Also können wir hier auch ein bisschen mit Sonnenlichtern arbeiten. Ich weiß, es klaut uns zwar ein paar Plätze für Truhen. Denn ich baue ja keine Glaswand, wenn ich sie dann nicht nutzen kann. Aber ansonsten, glaube ich, ist es gar nicht so ein schlechter Vorschlag. Ja, und eventuell hier Holz nicht mit der Picke abbauen. Ups. Das wieder mitnehmen. Aber von der Grundidee ist es gar nicht so verkehrt. Ah, hier wieder eine Fackel rein. Und dann den Sandstein außer Hand nehmen. Sandstein hatten wir vom Boden gebraucht. Und ich habe mir auch überlegt, die Decker, die mache ich dann mit irgendeinem anderen Holz. Wenn wir genug dafür finden. Ansonsten hier auch Akazienholz oder irgendwas anderes. Aber ich will jetzt mal so, auch so ein bisschen auf, ich sag mal, neumodisch bauen. Und natürlich dann das Ganze von außen wieder, dass es so aussieht, als ob das alles so gehört. Also von der Struktur her. Ich baue es hier erstmal alles mit Holz zu. Und das Glas, die Glasfront, die machen wir irgendwann mal extra. Okay, da muss ich dann eh gucken, wie wir das hinkriegen, dass das einigermaßen noch natürlich aussieht. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal so, dass ich einfach die Blöcke hinsetze, dass eben zu ist, dass hier niemand draußen, niemand reinkommt. Sei es ein Spieler oder Mobs, ich will hier wieder noch drin haben. Hier das gleiche in grün, Fackel in die Ecke, wo haben wir noch Bruchstein? Hier haben wir Bruchstein, mit dem füllen wir hinten das Loch auf, dass hier ja nichts spawnt. Beziehungsweise die Fackel eher hier. Da muss ich dann nachher auch wieder gucken, wie ich das hier zubekomme. Obwohl, hier muss ich eigentlich gar nicht so viel tricksen. Hier kann ich zulassen. An der Seite. Da kann ich sogar dann die Fackel wegnehmen. Und hier spawnt dann eh nichts. Wenn zu ist, dann zu ist, kann nichts spawnen. Hier das gleiche wieder. Ja, können auch mit Erde zumachen. Kommt auf das gleiche raus. Hier muss das Kies noch weg. Und hinten haben wir schon mal ein bisschen getobt.
Ich setze mal sicherheitshalber auch eine Fackel hin, dass da nichts spawnt. Dann können wir danach halt mit gutem Gewissen zumachen. Na? Ich würde da die hier ganz gern abbauen, wenn möglich. So, kann ich den Stein hier wegnehmen? Ja, kann ich. So, passt das dann hier weiter mit Akazienholzbrettern. Alles zumachen. Und wie in der vorigen Folge schon gesagt, ich würde ganz gern hier anderes Holz nehmen für die Wände. Da sieht wieder eine Fackel hin, super. Aber ich kann das hier nicht austauschen und das sieht man eben von innen. Wenn ich das hier austausche, haben wir hier einen Schnitt drin. Und dann, wie gesagt, lieber einmal so. Wow, der hat gesessen. Und dann, wie gesagt, lieber einmal so als dann so ein Schnitt. Wie viel haben wir eigentlich hier Höhe? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Also hier noch ein in die Höhe. Dass wir es gleichmäßig bekommen. Und wie sieht es eigentlich aus mit unserem Verbrauch? Ja? Wir sind zwar weit gekommen, aber gereicht hat es natürlich nicht. Das war ja. Aber Gewitter geht auf jeden Fall schon mal ganz gut, wie man es auch eventuell hört. Aber ich könnte ja meistens ein paar Leute da. Hört man das so? Ich hoffe. Plakat. Ja, super. Da hat er gesessen. Ich hab mich mal dann hier berichtigt, ne? Wir können auch ganz kurz mal gucken, steht eigentlich mein Streamhaus noch? Na, jetzt haben wir hier natürlich hier noch ein Skeletti. Wieder schauen. Das stand doch hier irgendwo, ne? Da vorne sehe ich es, glaube ich, auf der Minimap. Ja, genau hier. Was ist denn das gebaut? Tropenholz, ja, Tropenholz brauche ich nicht. Leute, genau so. So wie in-game, ne? Also, das ist hier Tropenholz. Ich gehe mal davon aus, hier steht nicht zufälligerweise eine Kiste mit Akazienholz rum. Aber da hinten steht noch eine Akazie, die können wir einmal fällen. Hier stehen auch noch ein paar. Ja, sieht doch schon ganz gut aus. Und nochmal, wie gesagt, ich würde euch mal ganz kurz mal so ein bisschen Real Talk, wenn du schon auf einem Server einen YouTuber siehst, der nicht genickt ist, so wie hier, weil es hier kein... Oh, was steht denn da hinten? Weil es keine Nickrechte gibt, dann eventuell erstmal gucken, nach dem Ingame-Namen suchen mal auf YouTube. In der Regel wird das dann schon. Wie lange spielst du schon auf dem Server? Buch mal nach Folge 1. Ich muss ihm ganz ehrlich sagen, ich könnte es ihm nicht mal sagen. Ich weiß aktuell nicht mal, in der wievielten Folge wir sind. Ich sehe es dann meistens nur in der Bearbeitung. Beziehungsweise dann, wenn ich den Titel für die Folge vergebe, dann sehe ich, in der wievielten Folge wir sind. Aber ansonsten ist immer so... Ich bin letztens mal mit ein paar Kollegen auf dem Discord gechillt. Und dann kam auch so die Frage, ja, die wievielte Folge ist denn das mittlerweile? Und ich habe dann irgendwann angefangen aufzunehmen. Und dann Kollege so, ja, die wievielte Folge ist denn das? Ich weiß es nicht. Kann ich dir nicht sagen. Stirb. Aber wir haben eine TPA-Anfrage. Excuse me. Liebes Skelett. Ist das mein edler Spender? Enderperlen. Ja, Enderperlen, genau. Dann, Dankeschön. Ups. Hier sind die Caps. Oh, ich sag's mal ganz ehrlich, Akazienholz wäre mir jetzt völlig mal gewesen. Okay, das sagt man nicht. Aber an sich ist es mir egal. Mach eine Folge. Jo. Kannst du jemanden grüßen, wenn du willst. So, haben wir hier 24. Dankt das? Vor allem, um was hast du vor? Mal weiter Akazien suchen. Hinten haben wir noch eine.
Und dann gucken wir mal, ob das reicht. Ja? Okay. Danke. Danke. Kannst mir nicht schlagen, hier ist PvP aus. Und ich habe einen Lava-Eimer. Was will ich denn damit? Ja, eine Blume. Ja, danke. Hier ist eine Melone. So, und dann würde ich sagen, mit der Treuschaft das am besten mal. So, dann sieht man uns beide. Mit der Treuschaft machen wir hier Schluss. Ne, ich mach's so. Ich mach's so. Mit der Treuschaft machen wir hier Schluss. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Mach noch direkt aufs Outro, dann ist alles dabei. Okay, unterschreibt auch, er muss weg. Ich kann noch mal ganz kurz, wenn das Outro durchgelaufen ist, noch mal auf den Chat gehen. Hier, er muss weg. Ja, nicht, hier. Er muss weg. Und wir machen auch Schluss. Bis dahin. Tschüss.